ich bin Anna und herzlich willkommen zum BDK Vlog. Heute haben wir ein neues Format für euch, das nennt sich 10 Worte und wir überraschen jetzt mal jemanden damit. Wir sind nun im Büro von Markus Scheifele, dem Diözesan Jugendseelsorge, des Bischöflichen Jugendamtes und des BDKJ. Vielen Dank, dass du dir so spontan Zeit genommen hast für unser 10-Worte-Interview. Immer wieder gerne. Wie du dir schon gedacht hast, geht es heute um 10 Worte, Überraschung. Und zwar wirst du jetzt von mir 10 Worte hören und dann wäre es nett, wenn du einfach kurz ein Statement zu den Worten abgibst, die du hörst. Versuche mich kurz zu fassen. Gut, dann fangen wir gleich mal an. Das erste Wort, Jugendliche. Jugendliche sind vielfältig, manchmal anstrengend, aber eigentlich tipptopp. Gut, zweites Wort, Ehrenamt. Ehrenamtliches Engagement finde ich großartig, vor allem wenn ich sehe, wie viele Menschen sich in unserer Diözese ehrenamtlich engagieren, nicht nur in der Kirche, sondern aber auch in der Kommune oder in anderen Vereinen. Das finde ich schon auch großartig. Und was sie daraus lernen für ihr Leben. Nächstes Wort, Partizipation. Mitbestimmung halte ich für ein großes Geschenk, auch in der KGO ist die ja verankert sozusagen, dass die Gremien bei uns in der Kirche mitwirken, mit dem Wohl und Wehe quasi der Kirchengemeinde. Und das frühzeitig zu lernen, halte ich für einen wichtigen Schritt in der Demokratie. Okay, einmal für Unwissende, KGO. Kirchengemeinderatsordnung, deren 50-jähriges Jubiläum wir vor kurzem gefeiert haben. Danke. Dann nächstes Stichwort, Demokratie. Demokratie ist ein wichtiges Element, schon seit jeher. Seitdem es in Griechenland erfunden worden ist, müssen wir es bewahren, beschützen und behalten. Andere Formen finde ich sehr problematisch. Gute Überleitung zum nächsten Stichwort, Populismus. Populismus ist bäh. Gut. Nationalismus? Ebenso bäh und auch noch dämlich dazu. Nächstes Stichwort, Fußball-WM. Ganz großartiges Thema, von Fußball habe ich null Ahnung. Okay. Wann findet sie statt? Dieses Jahr. Ah, okay. Und zwar in Russland. Und das ist voll die gute nächste Überleitung zum Thema Sommerurlaub. Ich finde, das tolle Überleitung. Er geht tatsächlich nach Russland, nach St. Petersburg, wo ich mir die Stadt angucken werde, genau. Und noch ein paar andere Städte dazu. Vielleicht auch Rom, nächstes Stichwort. Rom gehe ich mit vielen tausenden Ministranten dieses Jahr, worauf ich mich sehr freue. Diesmal in meiner Rolle als diözesane Jugendseelsorge, letztes Mal noch als Ministrantenseelsorge. Aber wird sicher auch ganz gut. Freust du dich schon? Ja, sehr. Das glaube ich. Auf Rom immer. Und dann die nächste Frage, wenn man das in Überleitung suchen müsste, würde ich sagen, du bezahlst dein Eis in Rom bar oder mit Karte? Bar, natürlich, weil Kartenzahlen in Rom äußerst schwierig und anstrengend ist. Und hier in Deutschland? Hier esse ich kein Eis. Ich mag doch gar kein Eis. Was? Leberwurstbrot wäre das Richtige, wäre die richtige Antwort oder Pizza, aber Eis ist nicht meins. Okay, dann war das jetzt die große Erkenntnis zum Schluss. Vielen Dank. Gerne. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Lasst ein Like oder einen Kommentar, ihr wisst ja, wie das funktioniert. Übrigens sind wir jetzt auch auf Instagram unterwegs. Falls ihr also mehr von uns sehen wollt, wir packen euch den Link dazu in die Videobeschreibung. Da unten. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald. Danke, ciao, ade.